Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ja, wir sind auf dem Rückweg. Ich habe mich leider in der letzten Folge ja komplett geirrt, was die Materialien angeht. Aber ja, ich habe wirklich einen Zettel vor mir liegen, wo es draufsteht. Und ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Vielleicht zu meiner Verteidigung, die Folgen, wo ich gerade aufnehme. Wir haben, wie viel haben wir denn? 9 Uhr morgens ungefähr. Ja, ich bin noch nicht ganz fit, glaube ich. Aber okay. Kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Wir brauchen jetzt Holzkeile. Haben wir die? Nee, da haben wir gar keine davon. Und wir brauchen Holzblanken. Die hier. Und zwar nur 2 Stück davon. Ich mache jetzt den Weg auf jeden Fall noch frei. Holzblanken. Die kriegen wir. Kriegen wir hier? Holzblanken. Ja, tatsächlich. Kostet mich nur relativ viel Energie, das Zeug. Und wir brauchen. Wie viel? 2. So. Holzblanken haben wir 2. Sehr schön. Wir haben Kirchentag. Wir gehen jetzt dann auch gleich noch beten. Die Felder sind zwar ready, ich weiß, damit beschäftigen wir uns aber dann erst später. Wir gehen jetzt erstmal schnell beten, bevor ich es nämlich wieder vergesse, das Ganze. Ganz wichtig, wir brauchen nämlich unbedingt den Glauben. Das ist momentan echt das Wichtigste, was uns noch fehlt im Moment. Wir sollten jetzt da wie eine Friedhofswertung von 22 haben. Sollten normalerweise die Leute, die jetzt dann zur Predigt kommen, halt, die muss ich noch einsammeln, die Predigt übrigens, sollten die besser drauf sein. Das heißt, sie sollten mehr Spenden da lassen im Normalfall. Wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Glaube haben wir hier unten. Hier, den Schlüssel nehmen wir mit. Das mit, das mit. Das hat eigentlich alles nichts verloren. Ja, das hat echt hier alles nichts verloren. Wir werden ein bisschen Glaube ausgeben müssen, denn ich möchte den Bestattungsplatz und so weiter haben. Und das kostet mich leider, die Erforschung kostet mich alles Glauben im Moment. Das heißt, wir müssen da, ja, schauen, dass wir da dementsprechend zurechtkommen mit dem ganzen Glauben. Für den Schlüssel brauchen wir erstmal 5. Die werde ich jetzt dann kriegen. Also wir kriegen jetzt dann gleich 4 Stück raus. Da wir 100% überall haben. Unsere Kirche ist klasse. Er sagt immer das Gleiche. Deswegen, ich lese es gar nicht mehr vor. Die freuen sich. Wir kriegen ja 2 Glauben und kriegen jetzt am Ende dann nochmal 2 Glauben. Und wir brauchen auch ein verbessertes Gebet. Das könnte ich bereits lernen, wenn ich denn die kegelförmigen Gefäße Stufe 2 hätte. Also Glasgefäße Stufe 2. Dazu brauche ich allerdings auch wieder blaue Punkte. Also blaue Punkte sind echt der Knackpunkt. So, tolle Predigt, tolle Predigt. So, wie viel lassen die jetzt da? 7. Bingo. 8, 7, 6, 7. Also, der Friedhof ist aufgewertet auf einer höheren Stufe und sie lassen automatisch viel mehr Geld da. 66 statt 33 im Normalfall. Also das Doppelte, knapp. Das lohnt sich schon eher. Unsere Kirche müssen wir auch noch aufwerten, aber alles nacheinander. Also ich will mich jetzt nicht gleich in alles reinstürzen. Schriftrollenregal, wir können auch hier ein bisschen was Neues bauen. Arbeitstisch und so weiter, beziehungsweise den haben wir schon. Normaler Tisch, hier könnte man dann die, ja, das neue Gebet fertigen. Kostet uns auch wieder Glaube, aber ja, eins nacheinander. So, wir werden jetzt erstmal den Schlüssel erforschen. Dafür haben wir nämlich jetzt alles Mögliche, oder alles Nötige zusammen. Oh, der hier. Hier, 2 Glaube. Oh, haben die. Die haben die Kosten gesenkt, kann das sein? Nur noch 2 Glaube, der Schlüssel zu erforschen. Untersuchen. Kann zerfallen in nichts. Ja, 10. Aktiver Schlüssel haben wir sogar bekommen. Und Wärterschlüssel. Arbeitszimmer beenden, in zerfallen nichts. Aktiver Schlüssel, gefertigter Arbeitstisch. Ah, wir sollten ja den Schlüssel an die Schlange weitergeben, der sich hier rechts befindet an gewissen Tagen, damit wir hier in dieses Tor reinkommen. Das vielleicht mal, um sich ins Gedächtnis zurückzurufen. Das können wir jetzt dann tun mit dem Schlüssel dementsprechend. So. Wir haben Schweinslederhaut, können wir einmal herstellen, da wir die Haut von einem Toten abgezogen haben, was halt leider negativ ist, aber wir brauchen das Papier. So. Dann erforschen wir aber gleich noch was. Wie viel Glauben haben wir jetzt noch? Und zwar das Holzkreuz. Kostet uns nur 1 Glauben, dann habe ich noch 5 übrig. Das würde für Frau Anmut sogar reichen. Das kann zerfallen in nichts, aber wir kriegen 12, 10. Sehr hübsch. Blaue Punkte sind wirklich das Nonplusultra. So, wir brauchen hier Leichenverbrennung. Den schalten wir mal als nächstes frei. Kostet uns Gott sei Dank nur 5 Punkte. Die Gräber wären nice, aber die kosten uns 30. Das ist momentan nicht drin. Dann brauchen wir hier Alchemie Stufe 2. Nee, wir brauchen die Gläser. Die waren. Nee, Kochkunst nicht. Hier auch nicht. Hier. 30. Verbesserte kegelförmige Gefäße. Denn mit diesen kegelförmigen Gefäßen kann ich, wenn sie es nicht durch den Patch geändert haben, kann ich mir nämlich Stift und Tinte herstellen. Ich brauche Notizen. Kapitel brauche ich. Kapitel kriege ich durch Notizen. Notizen kriege ich durch Flugblätter, brauchen wir übrigens auch, durch Stift und Tinte. An Kirchenarbeitstisch.
Stifte und Tinte kann ich hier erstellen, glaube ich. Genau, Tinte brauche ich, kegelförmige Gefäße und schwarze Farbe. Eine schwarze Farbe, ja. Wir fertigen eine Alchemie-Werkbank für Zombie-Alchemietisch Stufe 1. Okay, so viel zum Thema, wir werden definitiv Zombies sehen in dem Spiel. Feder, Tinte. Also, wir brauchen schwarze Farbe, dazu brauchen wir den Alchemietisch. Und für den Alchemietisch haben wir, glaube ich, die kegelförmigen Gefäße Stufe 2 gebraucht, oder? Arbeitstisch, Alchemietisch, genau, hier. Verbesserte kegelförmige Gefäße. Wir fertigen einen Ofen Stufe 2 und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden jetzt sparen müssen, bis wir 30 blaue Punkte haben. Aber wir schauen mal ganz kurz, ob wir die Kirche jetzt noch irgendwie aufwerten können. Aber ich glaube, da müssen wir auch erst... Ah ne, wir können hier weitere Bänke jetzt hinmachen und weitere Wandleuchter. Kerzenständer, Wandleuchter. Ne, Wandleuchter leider noch nicht. Den mit R. Oh, da unten steht es mittlerweile sogar. Ich glaube, das ist auch neu. Ne, Wandleuchte nicht. Kerzenhalter können wir hier noch hinstellen. Okay, den kann man leider nicht drehen. Also man kann nach wie vor nicht alle Objekte drehen, aber ein bisschen zumindest. So, okay, wir schauen uns jetzt mal den Verbrennungsplatz an. Dann können wir nämlich Leichen exhumieren, können unseren Friedhof aufwerten auf die Stufe 30, die der Endbiskop von uns haben möchte. Ein Ort, um Leichen zu verbrennen. Holzscheite, 8 Stück. Jawohl, easy. Mahlzeit, mein Freund. 8 Holzscheide, die kriegen wir auch noch zusammen. Ich hoffe, dass wir es vielleicht in der Folge auch schaffen, die Motten abzugeben, aber es hat jetzt nicht gerade mehr die Priorität im Moment bei mir. So, ich sollte vielleicht noch ein bisschen was auswerfen an Zeug, aber... Holzscheide. Ich krieg hier genauso viel wie unten. Kostet uns wieder einen Baumstamm leider. So, 8 Stück. 3... Ah, wir haben keine Energie mehr. Okay, wir legen uns schlafen. Es ist sowieso gerade Nacht. Der Händler wäre da, aber für den brauchen wir auch noch Zeug, was wir momentan noch nicht haben. Aber wir sollen insgesamt weiterkommen mittlerweile. Mal mein Mikro ein bisschen hochstellen. So, wir gehen jetzt erstmal pennen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Kirchentag. Dann haben wir nämlich weiteren Glauben und kriegen die nächsten blauen Punkte zusammen. Also die Kirchentage sind echt die wichtigsten im Moment. Habe ich hier eigentlich noch... Ja, hier mal Blut und Fett drin. Legen wir das doch hier gleich mit rein. Essen kochen müsste ich auch mal wieder, hat aber links echt nicht die Priorität im Moment bei mir. Da lege ich mich lieber schlafen. Ich glaube, da bin ich relativ gleich effektiv. So, 6 Stück. Dann haben wir die Leichenverbrennung. Dann können wir eine Leiche exhumieren und können unsere neue reinlegen, die hoffentlich jetzt nicht extrem an Qualität eingebüßt hat. Denn ich habe noch eine Leiche unten im Keller liegen. Und die Klappe auf der anderen Seite will ich auch noch reparieren. Oh. Ah, das Spiel stresst einen, aber das ist irgendwie, ich finde es positiver Stress. So, Leichenverbrennungsplatz. Ja, komm, hier hin. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, dass wir hier die Leiche nur einmal verbrennen können. Ja, sollte normalerweise. Es wäre Schwachsinn, ihn mehrfach benutzen zu können. Das heißt, wir können jetzt hier die Leiche aufbauen, können die verbrennen und können dann die neue platzieren. Exhumierungserlaubnis, 1 Silber 70. Okay, hilft leider alles nichts, brauchen wir. Jetzt suchen wir uns ein Grab, wo Scheiße ist. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist... Oh lala, 2 Schädel. Das ist auch kacke. Das ist auch kacke. Die Leiche geht eigentlich. Die ist kacke. Okay, wir merken uns mal die. Die ist echt kacke. Die hat 3 rote Schädel. Ich gehe jetzt gerade hier nach den roten Schädeln. Die ist auch kacke. Die hat auch 3 rote Schädel. Und fast keine weißen Schädel. Die hat nur weiße Schädel. Das ist gut. 3 rote, 3 weiße. 3 rote, 3 weiße. 3 rote, 1 weißer. Exhumieren. Um eine Leiche zu exhumieren, musst du den Grabstein und die Umrandung entfernen. Kriege ich die wieder? Ja, Gott sei Dank. Okay, ja gut, logisch, dass man die entfernen muss, um die Leiche zu exhumieren. Exhumieren. Und raus mit dir, mein Freund. Du bist störend. Du bist richtig störend. Die Leiche ist einfach Mist. Die werden wir jetzt verbrennen. Beziehungsweise, ja, die lassen wir erstmal hier liegen. Wir holen erstmal die neue. Nicht, dass die weiter vergammelt, nämlich. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. 2 Leichen können wir mittlerweile. Da haben wir 2... Ah, nee. Ich habe die schon raus und begraben. Richtig. Oben. Hier oben. Da brauchen wir noch die Steine. Stimmt. Macht aber nichts. Wir haben ja die Negativleiche auf jeden Fall los, die wir ganz dringend loswerden müssen. So. Hier drauf.
Unsere erste Leiche. Ah! Unsere erste Leichenverbrennung. Dauert das lange? Komm, wir nutzen die Zeit. Wer weiß, wie lange das dauert. Holz brauche ich sowieso. Hier unten wären Steine. Ah, ich glaube, das dauert echt länger. Ah, wobei, es geht. Ah, Asche, Bestattungsurkunde, Salz. Cool. Wir kriegen eine Bestattungsurkunde raus. Und Salz. Salz und Asche legen wir mal hier rein. Okay, der Platz. Haben wir den? Ja, den müssen wir vielleicht aufräumen. Wir brauchen auf jeden Fall, um eine weitere Leiche zu bestatten, müssen wir dementsprechend dann hier diese 8 Holzscheide wieder ausgeben. Letztendlich dafür. Okay, wir haben die Umrandung. Wir haben momentan keine Leiche dafür. Wir haben den Schlüssel, den müssen wir Schlange geben. Schlange ist da, wann? Das können wir auch mal machen. NPCs. Wo ist Schlange? Schlange ist da an dem Tag. Dem hier. Wir brauchen... Ja, richtig, wir brauchen Brennholz. Aus dem Holzkreuz, das haben wir bereits erforscht, das können wir verbrauchen. Wir haben besser, wir haben mittlerweile die Grabsteine, die bringen einfach viel, viel mehr. Das heißt, wir nehmen uns hier das Brennholz raus. Kriegen hier Balken, Holzkreuze, Brennholz, 6. Gleich nochmal hinterher. Das müsste jetzt dann erstmal wieder reichen, wir brauchen wieder Metall. So. Gut, Brennholz rein, Brennholz rein, Brennholz... Naja, Stöcke behalten wir mal, vielleicht brauchen wir sie später nochmal. Metall haben wir noch 20 im Moment, das ist eigentlich noch ganz okay. Wir brauchen auf jeden Fall wieder einfache Eisenstücke, die können wir auch schon mal fertigen. Ich will jetzt schnell die Zeit rumbringen, deswegen fertigen wir noch Zeug an. Komplexe Eisenstücke... Ja komm, wir brauchen es sowieso. Dann ist meine Energie komplett weg. Kostet nämlich Schweine viel Energie. Sehr schön. So. Wir legen uns schlafen. Als nächstes. Wir können jetzt beim Leuchtturm vorbeischauen. Um uns eine Angel holen und dann mal angeln zu gehen. So langsam aber sicher. Und uns mal mit Nahrung besser zu beschäftigen. Was können wir sonst machen? Die Klappe noch reparieren. Dazu bräuchte ich Steine. Steine farme ich aber am besten in Richtung... Ja komm, wir gehen jetzt zum Leuchtturm. Farmen dort Steine. So, die hier noch. Geben einmal kurz das ganze Zeug hier ab, was wir gerade nicht brauchen. Das wird das alles. Verkaufen auch die Axt dann gleich. Da kriege ich auch wieder ein bisschen was raus. Die Exhumierungsurkunde können wir auch verkaufen. Hier stellen wir mal weiter Kompost her auf jeden Fall. Da haben wir nämlich noch relativ viel. So, das hier raus. Maden raus. Die Motten haben wir alle. Ja, wir gehen in Richtung Dorf. Geben erstmal die Motten beim Leuchtturm ab, kaufen vielleicht neuen Samen, brauchen wir sowieso auch Weizen, Karotten und so weiter. Vielleicht auch mal was Neues vom Händler oder so. Händlertag ist nämlich heute. Bei dem könnte ich Traubensamen, glaube ich, kaufen. Ja. Na, mit der Kiste kann ich leider nichts anfangen. Unten würde ich Weizen bekommen, aber Weizen sieht, glaube ich, noch ganz gut aus. Wir müssen uns allgemein wirklich mal mit dem ganzen Gebäckzeug befassen. So, komm hier, Steine nehmen wir auf jeden Fall mehr als genug mit. Da habe ich mittlerweile einen Mangel, vor allem wir brauchen ja sowieso für Steingräber und so weiter. Brauchen wir dementsprechend viel. So, hallo mein Freund. Handeln. So, du hast Traubenkerne für mich. Wir kaufen dir mal 4 brauchen wir. Boah, ein Silber 80. Ich habe heute meinen Spendiertag. Wir kaufen mal Traubenkerne. Ich weiß noch nicht, wozu ich sie brauche, aber wir werden sie definitiv irgendwann brauchen. Von dem her ist es egal. Glaube, habe ich jetzt leider von Frau Anmut nicht dabei, wenn sie denn da wäre. Sie ist gar nicht da. Aber ihm kann ich erstmal meine Exhumierungsdinger verkaufen. Handeln. So, für 1,50. Ne, wir kriegen 4,50 raus. Ja, 9,32. Das hat sich gelohnt. Ruhestein, dafür reicht meine Kohle im Moment nicht. Da bin ich dann noch kurz zu geizig dafür. Okay, dann weiter in Richtung Leuchtturm. Dass wir die Quest auch endlich mal abschließen. Die haben wir ja schon ewig und ich komme da einfach oder bin da halt nicht weitergekommen. Die ganze Zeit. Der eine oder andere Stein, wenn hier noch liegen würde, würde ich mitnehmen. So, der hier verkauft uns Hanfsamen. Und das... Ja, Dingo, Dingo. Oh klar. Hanfsamen. Ich glaube, wir brauchen später noch relativ viele Seile. Wir kaufen mal 4. Damit wir wieder Hanf anbauen können. Unser kleiner Kiffer da unten. So, da ist noch... Ah, hier sind relativ viele Steine. Sehr hübsch.
Ein Stein. Honig. Zwei Steine, sehr schön. Es hat leider nichts zu auszusagen. Also hier könnte ich jetzt auch zwei Steine rauskriegen. Egal wie groß dieser Steinklotz ist. Wie viele Steine ich da rauskriege, ist glaube ich wirklich zufallsabhängig. Das heißt, es ist egal, ob das Ding groß ist. Hier sind es drei beispielsweise. Ob das Ding groß ist oder klein ist, das ist dem Spiel egal. Das ist zufallsabhängig. Hier war es jetzt wieder nur einer. Das heißt, da muss man nicht drauf achten. So, mein Freund. Gib ihnen die Motten und wir kriegen eine Angel. Ha, jetzt bist du einer von uns. Einer von uns. Ich kaufe dir einen Fisch ab. Und wenn du Talent beweist, verkaufe ich dir auch eine bessere Angel. Sehr schön. Also bei ihm kann ich Fisch loswerden. Und er würde mir für 2 Silber eine bessere Angel verkaufen. Energieverbrauch minus 1. Werkzeugeffizienz 75. Die Angel wird uns... Ah, nee. Hier unten liegt sie. Minus 1 und 75. Einfache Angel. Ah, nee, okay, wenn ich bei ihm im Rang steige. Möchte er... Ah, ich muss ihm wahrscheinlich Fisch verkaufen, um seinen Rang zu erhöhen, kann das sein? Bis der Verkäufer Rang 2 erreicht hat. Oder er gibt uns irgendwann später eine neue Quest. Wir können auf jeden Fall jetzt angeln gehen. Das ist schon mal ein Vorteil. Sollten wir vielleicht auch tun, denn beispielsweise der Episkop möchte von uns... Kann ich hier eigentlich irgendwas anfangen? Nee, oder? Nee. Leider nicht. Der möchte nämlich von uns Fischfilet haben. Und das kann ich zwar auch kaufen, glaube ich, aber ich bin geizig. Zumindest in manchen Momenten, zumindest wenn ich, auch wenn ich jetzt meinen Spendablen gerade habe. Wir müssen ja nicht alles raushauen, was wir haben. Hier sind echt nirgends Steine. Diese Presse da ist auch gut versteckt, aber ich kann die noch nicht benutzen. Ich glaube, da muss ich bei unserem Dingo-Dongo-Freund ein bisschen besser im Ruf stehen. So, nee, schade. Ah, hier können... Oh, komm, wir probieren es gleich mal. Angeln. Das ist eine Angelstelle. Du findest auch noch andere im Sumpf, im Dorf und im Meer. Angeln. Ach du Scheiße. Kein Köder ausgewählt. Verschiedene Köder erlauben dir, verschiedene Fische zu angeln. Ach du Kacke. Halte E, um die Angel auszuwerfen. Motte. Ah, hier, 100%, 100%, 100%. Kein Köder. 100%, 80, 20, 100. Okay. Ach so. Okay. Wenn ich E drücke, geht dieser Balken ran. Und bei 100% soll ich jetzt dann Fisch fangen, oder nicht? Dauert das? Muss ich E drücken? Ach so. Ach du Scheiße. Ich hab'n. Ach du Kacke. Wie schwer ist das denn? Grundling habe ich geangelt. Okay, jetzt weiß ich auch, was ich mit 100% kriege. Das heißt, wenn ich jetzt E drücke, geht hier ein Balken entlang. Ich muss an der richtigen Stelle anhalten, um den Fisch zu kriegen. Hier, wenn er anhält, kriege ich sowieso keinen Fisch. Hier zu 80%. Dann muss ich mit der E-Taste den Fisch einholen und versuchen, das Ding irgendwie so zu halten, damit er den Fisch holt. Wie krass ist das denn? Hier, wir probieren es gleich nochmal. Oh, hat das gereicht? Zu den 100%? So, wenn er jetzt anbeißt, muss ich E drücken. Und dann muss ich E drücken, jedes Mal, um dieses Ding aufrecht zu halten. Also, man kapiert's ohne Probleme. Es ist gut beschrieben. Scheiße. Okay, das müsste jetzt gepasst haben. Kostet mich 3 Energie, das angeht eigentlich. So. Konzentration. Alter! Ja, ich hab'n! Alter, das ist echt schwer! Grundling, schon wieder? Moment. Ah, hier. Grundling, Grundling. Ah, okay. 80% ist was anderes, hoffe ich doch mal. Oder ist es auch wieder ein Grundling ohne Köder? Wir können auch mal hier mit... Ah! Ach so! Ich kann auch Fische als Köder benutzen. Nice to know. Okay, wir probieren es mal mit dem hier, glaube ich. 0%, 0%, 100%. Okay, das müsste gepasst haben. So. Konzentration. Das mit dem Halten ist schwierig. Nein!
glaube, das war Buggy. Nein, ich habe keine Motten mehr. Ja, komm. Ich glaube, es war ein... Hä? Ich hatte doch richtig gedrückt. Er hat auch das Geräusch gemacht zum Einholen. Wir kriegen das hin. Angelmeister Pepe. Ah, der ist leichter zu kriegen. Der ist viel leichter zu kriegen. Barsch. Sehr schön. Wir haben einen Grundling und wir haben einen Barsch. Okay, wir lassen es erstmal. Ich kann jetzt hier weiter angeln. Wir können allerdings auch bei uns angeln. Ich würde jetzt erstmal vielleicht doch würdiglich nochmal Steine mitnehmen wollen. Angeln ist aber ist nicht ohne. Das mit dem Halten ist vor allem schwierig. Also diese Position hier zu halten ist schwierig. Ah, was ist er für einer? Waren wir bei ihm schon? Ah, hier können wir noch gleich den Fisch zubereiten. Okay. So, Steine haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was. Was möchte er? Achso, er wollte doch, glaube ich... Hi, ich bin Tress. Ah, den kennen wir noch gar nicht, oder? Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Cory besuchen. Das sind definitiv Brüder. Ah, okay. Er kann uns handeln. Ah, wir kriegen hier... Naja. Wie gesagt, ich bin geizig. So. Das hätten wir. Oh, was wird die von uns? Rosa, guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Na toll. Wir sind nicht wie die Startmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Würden sie? Ich weiß es. Sie glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. Ah, Butter, Käse, einmal mit Milch, Milchkrug. Okay, das müssen wir uns mal merken. Es wird allerdings gerade schon wieder dunkel. Die Menschen sind auch komisch. Ich glaube, damit, den werden wir uns auch noch irgendwie mal beschäftigen müssen. So. Morgen ist Schlango da. Dann können wir ihnen einen Schlüssel geben und dann sollten wir das Tor aufbekommen, wo dieses Buch vom Wärter oder vom Wächter, also unserem Vorgänger, liegt, der auch entkommen ist durch das Hexenportal, was wir öffnen sollen. Das heißt, morgen bringen wir mal Licht ins Dschungel. Das sehen wir allerdings, wie gesagt, halt in der nächsten Folge, denn die Folge ist leider wieder vorbei. Lasst mir für die Folge unbedingt ein Gefällt mir da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich dann trotzdem. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Graveyard Keeper, hoffe ich. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.